Dieses Video knüpft auch wieder direkt an das letzte in der Playlist an und beschäftigt sich nochmal mit dem Funktionsblock 3b, nämlich den Einstellungen der Schallschwellen. Da haben wir im letzten Video ein Bauteil völlig ignoriert. Das ist diese ominöse Diode, genauer gesagt Z-Diode. Das erkennt man an diesem Haken hier. Was macht die? Warum ist die da? Dazu gehen wir nochmal zum Endergebnis aus dem Beispiel des letzten Videos. Da hatten wir hier unseren Spannungsteiler designt und haben gesagt, jo, bei 2,1 Volt soll zum Beispiel, das war jetzt so vorgegeben, ne, mit U-Gelb sind 2 Volt, bei 2,1 Volt sollen rote und gelbe LED leuchten. Soweit, so gut. Jetzt könnte man daraus natürlich auch folgern, dass zum Beispiel bei 1,9 Volt die gelbe LED nicht leuchten soll. Auch das funktioniert, ist alles soweit in Ordnung. Und jetzt kommt das große Aber in dieser Schaltung, weswegen es alles leider nicht so einfach ist, wie bisher dargestellt. Wir haben ja gesagt, ganz ursprünglich, dass wir vielleicht auch diese Schaltung betreiben möchten mit einer 9 Volt Blockbatterie. Wir haben hier eine Betriebsspannung, die haben wir hier auf 9 Volt eingestellt. Wenn wir jetzt eine 9 Volt Blockbatterie benutzen, dann wird die wahrscheinlich nicht exakt 9 Volt haben. Oder auch wird sie sich ja über die Zeit entladen und ihrerseits, völlig mal unabhängig jetzt von irgendwelchen Testbatterien, die wir prüfen wollen, die wird sich ihrerseits entladen. Das heißt, die wird auch ihre Batteriespannung leicht verändern. Jetzt kann es zum Beispiel sein, nach einer gewissen Zeit, dass die gar nicht mehr 9 Volt glatt liefert, sondern vielleicht nur noch, und jetzt mache ich jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel nur noch 8. Ne, habe ich jetzt geändert, also die Betriebsspannungsbatterie hat sich jetzt so ein bisschen entladen. Und was passiert? Plötzlich bei 1,9 Volt geht hier die gelbe LED mit an. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, woran das liegt. Naja, das liegt relativ simpel daran, dass wir hier die Betriebsspannung direkt über dem Spannungsteiler liegen haben. Das heißt, die Spannungen über den Widerständen und damit auch die Spannungen, die wir als Schaltschwellen eingestellt haben, die hängen jetzt direkt proportional mit der Betriebsspannung zusammen. Was man auch sieht, also nochmal Ursprungsszenario, 9 Volt, alles ist gut. Ich habe hier an den Operationsverstärkern die 3 Volt, die 2 Volt, die 1 Volt, die ich haben will, alles ist in Ordnung. Wenn ich jetzt die Spannung hier kleiner mache, dann schlägt das sofort durch auf diese entsprechenden Spannungen an den invertierenden Eingängen. Nämlich, wie wir sehen, haben wir jetzt nur noch 2,7 Volt oder 6,7, 1,78, also 1,8 Volt und 0,8 Volt. Die sinken mit ab. Wenn die aber mit absinken, gehen die LEDs früher an, das heißt schon bei kleineren Spannungen. Das heißt also, wenn die Betriebsspannung absinkt, würde mir die Schaltung jetzt plötzlich leere Batterien als voller anzeigen. Das ganze Spielchen kann man natürlich beliebig weit treiben. Wir können jetzt hingehen und hier mal 5 Volt nehmen. Darüber sein, dass die grüne mit angeht. Jo, dann geht sogar die grüne LED mit an. Das heißt, er würde uns eine, die eigentlich rot angezeigt werden sollte, plötzlich als grün anzeigen. Das ist natürlich Schrott. Das soll so nicht sein. Ehrlich gesagt, wenn man das mit dem Netzteil betreibt, würde das wahrscheinlich nicht passieren. Das wäre dann relativ stabil. Aber wir wollen ja, wie gesagt, die Option haben, auch hier einen Block oder eine Blockbatterie zu nutzen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Erweiterung. Und jetzt kommt genau diese Z-Diode hier ins Spiel, die hier an, dem grünen Komparator, habe ich ja schon mal so genannt, im grünen Komparator parallel zu allen Widerständen angeschlossen wird. Dafür muss man jetzt erklären, wie eine Z-Diode funktioniert, sonst macht das hier erstmal gar keinen Sinn. Die Aufgabe jedenfalls ist, diese Spannung hier zu stabilisieren. Also was wir bauen, ist eine sogenannte Spannungsstabilisierung. Das soll jetzt im Endeffekt dazu führen, dass die Spannung an diesem Punkt hier festgesetzt wird. Und zwar unabhängig von der Betriebsspannung. Also das heißt, hinterher kann die Betriebsspannung wackeln. Die Spannung an diesem Punkt hier und damit auch an diesem und damit auch an diesem ist dann aber fest. Wie genau das funktioniert, machen wir jetzt in diesem Video. Um zu verstehen, wie eine Z-Diode wirkt oder wie sie funktioniert, muss man natürlich erstmal wissen, wie sich die Z-Diode selber überhaupt verhält. Auch hier wieder Kennlinie sagt mehr als 1000 Worte. Die Kennlinie einer Z-Diode sieht wie folgt aus. Ich habe die Diodenspannung, auch hier wie gehabt jetzt erstmal in Durchlassrichtung und die verhält sich auf der Durchlassseite so wie jede andere Diode auch. Nicht wie eine LED, sondern wie eine Siliziumdiode. Das heißt, es passiert eine gewisse Zeit lang nichts und es geht dann rapide schnell nach oben.
Hier so in diesem Bereich liegen wir so ungefähr bei den üblichen 0,7 Volt, wann eben so eine Diode aufgeht. Jetzt kann man wieder diskutieren, 0,7, 0,6, 0,8, irgendwo so in dem Bereich. Und das ist gar nicht so interessant, weil auf der Seite oder in dem Teil der Kennlinie verhält sich das Ding wie jede andere Siliziumdiode auch. Die Frage ist, was macht dann der Haken da? Warum ist das jetzt ein anderes Bauteil? Das wird klar, wenn man sich die andere Seite anguckt. Und zwar legen wir jetzt quasi Falschrumspannung an. Wenn man sich an normale Dioden erinnert, die lassen nichts durch. Das heißt, die sperren. Und das tut die Z-Diode tatsächlich auch. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie nicht mehr sperrt, sondern hier ziemlich steil nach unten durchbricht. Tatsächlich tun das normale Siliziumdioden auch, die sind dann aber üblicherweise kaputt. Die Z-Diode nicht. Die Z-Diode ist genau für diesen Betrieb gebaut. Und zwar gibt es hier eine Spannung UZ. Jetzt muss ich hier eigentlich ein bisschen kleinlich sein. Also das hier könnte jetzt zum Beispiel ein Wert sein von, das ist ein Klassiker, 4,7 Volt. Genau genommen sind es ja minus 4,7 Volt, weil wir da gerade falsch rum drauf gucken. Trotzdem, dieser Wert UZ, also der Punkt, wo die Diode durchbricht, wird positiv angegeben. Auch wenn es eigentlich eine negative Spannung ist, wenn man UD hier oben so festlegt. Ab diesem Punkt bricht es rapide durch. Entschuldigung für das Husten, das kriege ich momentan nicht vermieden und kann oft nicht schnell genug auf Pause drücken. Die bricht durch und in diesem Betrieb, betreibt man sie auch? Nein, in diesem Zustand betreibt man sie auch. Eine Z-Diode ist üblicherweise, wenn sie in Betrieb ist, im Durchbruch. Das heißt, befindet sich irgendwo in diesem Bereich der Kennlinie. Da die Kennlinie so steil ist, kann man jetzt folgendes schlussfolgern oder kann den Zustand der Diode wie folgt beschreiben. In diesem Bereich ist die Spannung der Diode oder die Spannung nicht der Diode, sondern an der Diode unabhängig vom Strom. Oder auch, wenn ich dafür sorge, dass da mehr oder weniger Strom durchfließt, dann ändert sich nichts an der Spannung. Ich denke, das sieht man durch die Steuerung der Kennlinie. Ne? Also nehmen wir mal an, ich schreibe hier mal irgendwelche Werte hin. Nehmen wir mal an, hier stehen irgendwie minus 100 mA. Dann werden hier vielleicht minus 10 mA. Und es ist im Grunde genommen tatsächlich völlig egal, ob ich jetzt bei 100 mA oder bei 10 mA sind. Die Spannung ist de facto immer 4,7 Volt bzw. minus 4,7 Volt. Das heißt, ich kann hier über diese Diode, man kann sich das so vorstellen, die kann quasi überschüssigen Strom ableiten. Die Spannung ist immer fest und je nachdem, wie viel Strom sie dann ableiten muss, tut sie das halt, aber hält immer diese Spannung von 4,7 Volt. Die arbeitet im Grunde im Durchbruch so ähnlich wie eine Spannungsquelle, die quasi die Spannung die Spannung konstant hält. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Kontext der eigentlichen Schaltung an. Das sieht ja in der Gesamtschaltung wie folgt aus. Ich habe da diesen wilden Spannungsteiler. Ich habe das jetzt natürlich verkürzt, weil nicht alles relevant ist. Hier werden jetzt die OPs angeschlossen. Und die Z-Diode liegt da so neben. Wenn sich jetzt die Z-Diode so verhält, wie ich es eben gesagt habe, das heißt, sie hält eine konstante Spannung und sorgt dafür, dass eben, ich sag mal, überschüssiger Strom abgeleitet wird, dann, und also sofern das jetzt funktioniert, dann ist es so, dass diese Betriebsspannung hier jetzt im Grunde genommen schwanken kann, weil ich über dieser Z-Diode hier immer eine konstante Spannung habe. Und was jetzt über R0 passiert, ist folgendes. Für R0 bleibt jetzt UB minus UZ übrig. Wir machen mal ein Zahlenbeispiel. An der Stelle, glaube ich, ist ein Zahlenbeispiel wirklich mal sinnvoll. Also stellen wir uns mal vor, wir haben eine Betriebsspannung, die schwankt. Die 10er-Spannung heißt sie dann übrigens auch. Also diese Z-Diode heißt eigentlich, wird manchmal 10er-Diode genannt. Dieses UZ jedenfalls ist konstant. Das heißt, in diesem Beispiel soll jetzt UZ mal konstant 4,7 Volt sein. Für alle Fälle, die wir uns jetzt angucken. Ich gucke mir mal 3 an. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert. Also stellen wir uns mal vor, es gibt den Fall, Betriebsspannung ist voll. So. Jetzt gibt es noch den Fall, irgendwie Betriebsspannung ist irgendwie abgesackt um 2 Volt. Die Batterie hat sich, die Betriebsspannungsbatterie hat sich ein bisschen entladen.
Und jetzt gehen wir vielleicht nochmal ein Volt runter. Also 6 Volt auf einer 9 Volt Batterie ist schon ziemlich leer. Was wir uns jetzt mal angucken ist, was bleibt denn dann für R0 übrig? Nicht für R0, für UR0. Also welche Spannung liegt dann oben an diesem Widerstand R0 an? Naja, das ist eigentlich immer dasselbe. Das ist immer UB minus UZ. Das heißt, im ersten Falle liegen da 4,3 Volt an. Ich hoffe, das stimmt. Ja, das ist richtig. 4,3 Volt. Wenn ich nur 7 Volt Betriebsspannung habe, dann sind es 2 Volt weniger. Dann sind es 2,3 Volt. Und wenn ich 6 Volt habe, dann habe ich nur 1,3 Volt. Das heißt, das Schwanken der Betriebsspannung wird jetzt quasi fokussiert oder findet nur noch an einer Stelle statt oder schlägt sich nur noch an einer Stelle auf die Widerstände durch, nämlich an dem Widerstand R0. Das Schöne an der Sache ist, der R0er oder die Spannung über dem R0 hat absolut keinen Einfluss mehr auf die einzelnen Schaltschwellen. Das ist die Idee dieser ganzen Schaltung. Jetzt kommen noch etliche Abers und Wenns und man muss sich jetzt eben überlegen, wie man das denn vernünftig designt, weil beliebig, oder was muss man jetzt eigentlich ändern? Das gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Und zwar gibt es Datenblattwerte zu Z-Dioden. Ich nenne die mal DB-Werte, Datenblattwerte zu Z-Dioden. Und da kann man sich überlegen, was da wohl drin steht. Da stehen natürlich wie immer ganz viele Sachen drin, aber ein paar sind so richtig relevant. Zum Beispiel gibt es da einen Wert, der da heißt UZ. Das ist ja logisch. Das ist eben dieser Wert, wo die Z-Diode durchbricht oder gerade durchgebrochen ist. Also da, wo die Kennlinie näherungsweise senkrecht verläuft. UZ ist angegeben und eben jetzt als Beispiel könnten das 4,7 Volt sein. Das ist, wie gesagt, ein Standardwert. Kleinere Werte nimmt man üblicherweise nicht. Das ist so ein Side-Fact von Z-Dioden, den muss man sich jetzt nicht merken, nur kurz zur Erklärung, warum man kleinere Werte nicht nimmt. Je kleiner die Werte werden, desto weniger steil wird hier dieser Knick. Das heißt, dieser Übergang wird immer weicher und je weicher der wird, desto schlechter funktioniert eben die Z-Diode als Stabilisierung. Man will halt wirklich was Senkrechtes haben und das geht bei höheren Spannungen besser als bei kleinen. Warum das so ist, ist wieder Mikroelektronik, brauchen wir nicht drüber reden. Interessiert Schaltungstechniker üblicherweise nicht. Das ist das, was es gibt. Und das kann man in der Kennlinie, wenn man weiß, wonach man guckt, kann man das auch so ein bisschen sehen. Es gibt eine Art minimalen Strom, der angegeben wird. Hier in diesem Bereich wird die Kennlinie wieder flach. Das heißt, da darf ich mit dem Strom nicht hin. Sonst funktioniert das mit dem Stabilisieren nicht mehr so gut, weil ich möchte ja auf diesem möglichst senkrechten Teil bleiben, also hier bleiben. Das heißt, was auch noch angegeben wird, ist ein sogenannter minimaler Strom. Der heißt ganz gerne mal IZ-Min, also ein minimaler Durchbruchsstrom, der durch die Diode fließen muss, damit das Ganze sauber funktioniert. Wenn ich den unterschreite, dann könnte es sein, dass die eben nicht mehr vernünftig stabilisiert und dann liegen wir jetzt, sage ich mal, in diesem Bereich hier. Und wenn wir in dem Bereich liegen, dann fängt die Spannung auch wieder an zu schwanken. Da wollen wir also nicht hin. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der Strom durch die Z-Diode, damit sie funktioniert, immer größer ist als 10 mA. Größer als 10 mA heißt hier in Sperrrichtung. Ne? Das Ding hier ist wirklich in Sperrrichtung geschaltet. Was wir auch noch als Datenblattwert haben, haben wir eigentlich bei jedem Bauteil, ist einer, der die Belastbarkeit beschreibt. Es gibt hier immer noch einen, wir werden sehen, inwiefern der relevant ist oder auch nicht relevant ist. Es gibt da mal ein P-Tot, das heißt eigentlich Leistung Total, also totale Leistung. Witzigerweise funktioniert es im Deutschen ganz gut, weil das ist genau die Leistung, ab der die Diode abbrennt. Also stirbt. P-Tot ist im Deutschen eigentlich viel lustiger übersetzt und passt ganz gut. Da gibt es eben je nach Größe der Z-Diode verschiedene Werte. Ich nehme jetzt einfach mal wahllos einen raus. Ich sage einfach mal, es sind 500 Milliwatt. Also ein halbes Watt kann das Ding verarbeiten. Danach brennt es ab. Und dieses P-Tot kann man ja logischerweise ausrechnen, indem man den Strom durch die Diode nimmt. Und den nenne ich hier mal ID. Das ist hier jetzt ein bisschen fragwürdig mit dem ID, weil hier oben ist der ID jetzt einmal in Richtung des in Durchlassrichtung definiert. Jetzt benutze ich ihn quasi in Sperrrichtung. Ist ein bisschen fragwürdig.
Ich mache es jetzt trotzdem mal der Einfachheit halber. Also das ist der Strom, der hinterher durch die Diode zugegebenermaßen in Sperrrichtung fließt, mal der 10er-Spannung. Mal diesem UZ, denn wenn sich dieses UZ nicht ändert, ist halt Strom mal diese Spannung eben der die Leistung, die an der Diode abfällt oder umgesetzt wird. Das müssen wir insofern im Blick behalten, als dass wir ja hier nur eine Angabe haben, wie viel Strom minimal fließen muss. Jetzt könnten wir ganz brachial hingehen und sagen, ja komm, dann lassen wir halt das 100-fache an Strom da durchfließen, dann wird das wohl funktionieren. Können wir nicht. Je mehr Strom da durchfließt, desto heißer wird das Ding und irgendwann stirbt das. Deswegen sind an der Stelle beide Angaben vielleicht nicht ganz unwichtig. So, das sind die Datenblattwerte, die ich zur Z-Diode habe. Und jetzt muss ich mich dann fragen, wie designe ich das jetzt? Das Schöne an der Sache ist, man kann das, was man vorher schon mal berechnet hat, ohne diese Z-Diode eigentlich weitestgehend übernehmen. Wir können zum Beispiel hingehen und sagen, dass hier dieser Strom durch den Spannungsteiler, ich nenne den jetzt an der Stelle mal bewusst nicht mehr I-Gesamt, weil das wird gleich irritierend, weil I-Gesamt fließt ja im Grunde genommen hier. Das wird kritisch, deswegen nenne ich den mal hier IR1. Das ist ja der Strom, der durch R1 fließt, aber auch der Strom, der durch R2 fließt, aber auch durch R3 und R4. Den können wir wieder festhalten. Wir hatten ja vorher mal das so designt, dass hier vielleicht ein Milliampere fließen soll. Und das könnte man jetzt als Designkriterium durchaus beibehalten. Also wir müssen von der Rechnung vorher an der Stelle nichts tun. Wir sagen, durch diese Widerstände R1, 2, 3 soll genau wieder ein Milliampere fließen wie vorher. Jetzt kommen die weiteren Gedankengänge. Ich brauche einen IZ-Min, einen minimalen Diodenstrom, hier, damit das Ganze funktioniert. Hier soll unter allen Umständen IZ-Min fließen. Das heißt, im Worst Case darf der Strom hier 10 mA nicht unterschreiten. Und jetzt muss man sich überlegen, was ist der Worst Case? Also wir müssen jetzt hier eine Worst Case-Betrachtung machen, dahingehend, dass IZ-Min nicht unterschritten werden darf. Das hier ist der Datenblattwert, der das jetzt auslöst. Und Worst Case heißt jetzt, was kann sich denn verändern, damit dieser Worst Case, sag ich mal, ausgelöst wird. Was kann schlimmstenfalls passieren? Und wir machen den ganzen Quatsch, ja, weil diese Betriebsspannung hier so sehr schwanken kann. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den Fall der Betriebsspannung, bei dem wahrscheinlich der geringste Strom durch die Diode fließt. Das heißt, wir legen jetzt einen Wert fest für die Betriebsspannung, wo wir sagen, ja, ab diesem Punkt soll die Schaltung funktionieren. Und da nehme ich jetzt einfach mal diesen Wert hier unten. Also nehmen wir mal an, die Betriebsspannungsbatterie sei schon ziemlich, ziemlich leer und würde nur noch 6 Volt Betriebsspannung liefern. Dann soll die Schaltung noch funktionieren. Also der Worst Case wird dadurch definiert, dass wir sagen, UB hat einen gewissen minimalen Wert angenommen, nämlich 6 Volt. Also die Betriebsspannungsbatterie ist ziemlich leer, aber bei 6 Volt soll es bitte noch funktionieren. Das ist die Festlegung, die wir jetzt vornehmen. Wie wir in der Tabelle sehen, ergibt sich daraus sofort, dass... So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Also, Entschuldigung, vielleicht nochmal zur Orientierung. Was müssen wir denn jetzt überhaupt noch festlegen? Wenn wir sagen, R1, R2, R3 bleiben gleich, weil der Strom hier ja gleich bleiben soll, dann müssen wir an denen nichts machen. Das heißt, was wir hier eigentlich nur noch offen haben, ist der Widerstand R0. Der hier ist eigentlich unklar. Den müssen wir jetzt bestimmen. Das tun wir jetzt. So, also zurück. Wir wollen eigentlich an R0 dran. Wenn wir sagen, UB sind 6 Volt, dann haben wir hier ja schon ausgerechnet, dass für UR0 gerade mal 1,3 Volt übrig bleiben. Das heißt, wir haben 1,3 Volt für R0. Schritt 1. Ja, ich sage mal für R0, für UR0 natürlich, für die Spannung an R0. So, das ist der erste Gedankengang. Der zweite Gedankengang ist der, wenn wir in diesem Worst Case sind, dann wollen wir hier 10 mA fließen haben. Wenn wir aber da 10 mA fließen haben und an dieser Stelle hier 1 mA fließen haben, dann ergibt sich, und das erklärt jetzt, warum ich eben das I-Gesamt nicht nochmal nutzen wollte, dann ergibt sich jetzt ein Gesamtstrom, I-Gesamt, von, in diesem Falle hier, I-Gesamt von 10 mA durch die Diode, das ist der IZ-Min, plus dem Strom durch den Spannungsteiler, also durch R1 oder IR1.
Also plus IR1 und das sind in unserem Beispiel jetzt hier 11 mA. Und damit können wir den Widerstand R0 ausrechnen. Denn über R0 liegen im Worst Case 1,3 Volt an und das sollen 11 mA durchfließen. Und wenn mich meine Rechenkünste nicht täuschen, machen wir uns nichts vor, ich mache hier gerade parallel den Windows-Rechner auf, dann kommen hier insgesamt 118 Ohm raus. Sagen wir mal grob 120, so die Richtung. Ne? Von der Kategorie her, wenn wir nochmal davon ausgehen, dass die unten jetzt irgendwie im Kilo-Ohm-Bereich liegen, ist dieser Widerstand jetzt deutlich kleiner geworden. Das heißt, wir haben 118 Ohm raus, damit das ganze Ding im Worst Case noch funktioniert. In diesem Falle würden jetzt eben 10 mA durch die Z-Diode fließen und 1 mA durch den Spannungsteiler. Das wäre alles gut. Oben würde I gesamt gleich 11 mA fließen. Das passt soweit. Jetzt haben wir das gerechnet mit UB gleich 6 Volt wegen dieser Worst-Case-Betrachtung. Und jetzt nehmen wir den nächsten Aspekt aus dem Datenblatt oder den nächsten Parameter aus dem Datenblatt und gucken uns den an, ob der jetzt noch in Ordnung ist oder erfüllt ist. Das wäre hier dieses P-Tot. Ich glaube, die Farbe behalte ich mal nicht bei. Die sieht, glaube ich, gruselig aus. Nehmen wir ein solides Schwarz. Jetzt gehen wir aus diesem Worst-Case-Szenario raus und überlegen uns, was ist denn das, also aus dem ersten Worst-Case-Szenario für das IZ-Min und überlegen uns jetzt, was ist denn für P-Tot das Worst-Case-Szenario? Da kann man sich überlegen, naja, P-Tot hängt davon ab, wie groß der Diodenstrom ist. UZ ist nahezu konstant. Also, wann fließt durch die Diode wohl der größte Strom? Ja, das kann man sich schon überlegen. Also die Betriebsspannung schwankt wieder. Muss ich die Betriebsspannung möglichst hoch machen, damit möglichst viel Strom fließt oder möglichst niedrig? Also wird es wohl möglichst hoch sein. Entsprechend ist jetzt das, dieses Thema hier anzuschauen, also dieses Szenario. Ich habe jetzt wieder 9 Volt, ich sage mal eine ganz volle Batterie. Fließt jetzt vielleicht so viel Strom, dass die Z-Diode überlastet wird? Und das gucken wir uns jetzt wie folgt an. Habe ich noch ein bisschen Scrollplatz? Ja, habe ich, hervorragend. Das gucken wir uns jetzt wie folgt an. Was haben wir denn dann? Also, wenn wir sagen, UZ ist konstant, also es ändert sich wieder über den Widerstand nichts, dann bleibt jetzt für UR0, also erstmal ganz kurz, dann fassen wir nochmal zusammen. Also Worst Case für P-Tot sieht wie folgt aus, da ist UB gleich 9 Volt. So. Wenn UB aber 9 Volt ist, dann, jetzt haben wir ja den Widerstand R0 schon festgelegt, dann haben wir eine Spannung über R0 von, siehe Tabelle, 4,3 Volt. Wenn wir aber R0 schon ausgerechnet haben mit 118 Ohm, dann können wir jetzt den Strom ausrechnen, denn der Strom durch R0 ist dann nichts anderes als dieses UR0 geteilt durch R0, wobei wir R0 eben berechnet haben. In unserem Beispiel wären das 4,3 Volt. Geteilt durch 118 Ohm. Und jetzt wird wieder der Windows-Taschenrechner befragt, der dazu Folgendes sagt. Der sagt uns, hier kommen 36 mA raus. Soweit, so gut. Also wir haben jetzt durch den Widerstand R0, das ist der obere, da muss ich kurz mal hinscrollen, also durch den Widerstand R0 ergibt sich jetzt hier ein Strom von 36 mA, das ist gleichzeitig der I-Gesamt, hätte ich eigentlich auch so hier hinschreiben können. Also das ist der I-Gesamt, der in diesem Falle fließt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert denn dann weiter. Also da oben fließt jetzt ein Strom von 36 mA rein. An der Spannung der Z-Diode ändert sich nichts. Wenn sich hier aber nichts dran ändert, an dieser Spannung, dann ändert sich auch an der Spannung über diesen ganzen Widerständen nichts. Wenn sich aber an der Spannung über den ganzen Widerständen nichts ändert, dann fließt hier immer noch 1 mA. Das ist doch schön, oder? Das heißt aber im Umkehrschluss, dass jetzt dieser ganze Strom, der jetzt mehr ist, über diese Z-Diode abgeleitet wird. Das heißt, daraus ergibt sich jetzt ein Z-Diodenstrom oder ein Diodenstrom von I gesamt, das ist der, der oben reinkommt, minus das eine Milliampere, was in den Spannungsteiler geht, den haben wir IR1 genannt. Machen wir es mit Werten, das sind 36 Milliampere minus 1 Milliampere. Das heißt, Strom durch die Diode sind 35 mA. Soweit, so gut.
Und jetzt gucken wir uns den eigentlichen Datenblattwert an. Was ist denn jetzt mit der Leistung an der Z-Diode? Ist die jetzt vielleicht so groß geworden, dass die Z-Diode abraucht? Und das können wir ausrechnen. Wir gehen davon aus, die Spannung ändert sich kaum oder gar nicht. Dann haben wir hier UZ mal den Diodenstrom. Und das wäre in diesem Fall 4,7 Volt mal 35 mA. Und wenn dieser Wert jetzt größer ist als die maximal zulässige, Quatsch, das ist nicht Pitot, Entschuldigung, das ist die Leistung an der Diode. Pitot ist ja die maximale, die sie ab kann, das ist wenn überhaupt PD. Also die Leistung an der Diode sind 4,7 mal 35 mA und wenn das jetzt größer ist als der Wert für Pitot aus dem Datenblatt, dann brennt uns die Diode ab und das wollen wir nicht. Aber was wir da rauskriegen, ist relativ entspannt. Das sind nämlich 165 Milliwatt. Und das ist kleiner als der angegebene Datenblattwert für P total und damit funktioniert die ganze Kiste. So, das ist im Schnellverfahren, wobei so schnell war es gar nicht, hat mir wieder ewig gedauert. Das ist der Grund, warum diese Spannungsstabilisierung funktioniert. Das heißt, ich nehme ein Bauteil, das da heißt Z-Diode, und schalte es parallel zu diesem Spannungsteiler. Dadurch, dass die Z-Diode so eine extrem steile Kennlinie hat, ändert sich die Spannung an der Z-Diode nicht und damit ändert sich auch die Spannung über den Widerständen nicht. Und jetzt kann man sich das wirklich so vorstellen, wenn die Betriebsspannung schwankt, dann gibt es irgendwann zu viel Strom. Und sobald es zu viel Strom gibt, eben wenn die Batterie sehr, sehr voll ist, leitet die Z-Diode den ganzen überschüssigen Strom ihrerseits ab und sorgt dafür, dass eben die Spannung über den Spannungsteilern und damit die Spannung in den Schaltschwellen konstant bleibt. So viel zur Funktion dieser, ja, man nennt das tatsächlich Spannungsstabilisierung und so viel zur Funktion dieser Diode. Jetzt ist hier allerdings noch ein Gag drin und der hat jetzt wieder Rückwirkungen auf den Verstärkerteil. Wir gucken nochmal in die gesamte Schaltung rein, vielleicht sogar in die komplette, nämlich hier. Das ganze Ding ist jetzt wie folgt gestrickt. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Ich hoffe mal, dass das ist ersichtlich. Der Punkt, wo die Z-Diode angeschlossen ist, hier, über diesem Spannungsteiler, und der Punkt, der die Schwelle für die grüne LED einstellt, sind der gleiche. Da das hier so ist, führt das natürlich sofort dazu, dass die Schaltschwelle für grün automatisch der Z-Diodenspannung entspricht, der 10er-Spannung entspricht. Also wenn ich hier eine 10er-Diode einsetze, die, sage ich mal, 5,6 Volt hat, dann heißt das sofort, meine grüne LED geht dann an, wenn ich hier eine Eingangsspannung von 5,6 Volt habe. Das lässt sich hier gar nicht unabhängig voneinander einstellen. Das heißt, mit der Z-Diode ist die Schaltschwelle für grün festgelegt. Wenn aber die Schaltschwelle für grün festgelegt ist, dann muss ich damit den Verstärker eigentlich berechnen. Denn ich sage ja hier vorne, bei einer gewissen Batteriespannung will ich, dass grün angeht. Hier hinten sage ich, grün geht aber an bei einer bestimmten Spannung. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass diese Spannung hier vorne so weit hoch verstärkt wird, dass sie genau dieser 10er-Spannung hier hinten entspricht. So kann ich den Verstärkungsfaktor meines Verstärkers dann ausrechnen und auf die Art und Weise die Widerstände hier bestimmen. Und damit bin ich schon ein gehöriges Stück weiter. Es folgt entsprechend der letzte Funktionsblock im nächsten Video, der nur noch diese automatische Einschaltung bzw. Abschaltung behandelt.